Bereits in der zweiten Fastenwoche, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir uns hüten davor, dass diese Texte, die so insistieren, wie das die beiden heutigen tun, dass sie nicht an uns abprallen, dass wir nicht immun werden dagegen, wenn wir sozusagen in den unterschiedlichsten Farben und Beleuchtungen Bußtexte hören, wie dieses Gebet aus dem Propheten Daniel im 9. Kapitel. Immer wieder dieses Nicht-Hören und immer wieder gleichzeitig die positive Aufforderung aus dem Mund Jesu, hier barmherzig zu sein, nicht zu richten, nicht zu urteilen, die Schuld nachzulassen. Die Frage ist, wie macht man das alles? Wie kommt man dahin? Vielleicht helfen uns die zwei kurzen Worte, die von Abba Pambo überliefert sind. Es sprach Abbas Pambo: Wenn du ein Herz hast, kannst du gerettet werden. Wenn du ein Herz hast. Und das Zweite, Athanasios seligen Angedenkens, der Erzbischof von Alexandria, bat den Abbas Pambo, aus der Wüste nach Alexandria zu kommen. Der kam herab und sah dort eine Frau, eine Schauspielerin, und begann zu weinen. Die dort anwesend waren, fragten ihn, warum er weine. Zwei Dinge, sagte er, haben mich bewegt. Erstens das Verderben jener und dann, ich habe nicht einen solchen Eifer, Gott zu gefallen, wie diese, um schändlichen Menschen zu gefallen.